Da bin ich wieder mal. Okay. Hallo, liebe Susan, wie geht's dir? So, mir geht's super und wie geht's dir? Bin ich mal spontan wieder mal da. Nicht allzu lang, aber ich hatte gedacht, ich komme jetzt schnell live. Darf ich fragen, wie meine Aura aussieht? Danke vielmals. See you, Black Clover. Schau ich gerne an. Also, deine Aura ist schon etwas heller geworden, das sieht man. Überall eigentlich, außer beim dritten Auge, da ist nach wie vor, und das muss ich jetzt spezifisch sagen, eigentlich mittendrin so. Also nicht von außen, sondern von innen ist ein bisschen eine dunklere Energie. Und die dunklere Energie zeigt mir, dass du gewisse dunkle Gedanken noch hast, wo du unbedingt in den Griff kriegen musst. Das heisst, trainier wirklich täglich, bis es sich wie einprogrammiert, positiv denken. Das wird dein drittes Auge, es wird dir wie Kraft geben, dein drittes Auge steuern. Und nicht, dass die Vergangenheit, Erziehung oder äußere Umstände dein drittes Auge steuern. Das ist recht wichtig. Und tun auch das Reiki anwenden drauf. Roxana, hey, schöne Sally. Aha, super, CEO Black Clover, das freut mich. Hallo Susanne, freue mich, dass du da bist. Hallo liebe Sumia, wie geht's dir? Roxana, kannst du meine Aura lesen? Sehr gern. Sehr spannend. Ich sehe bei dir den Erzengel Gabriel mit ganz viel hellweißem Licht. Also so richtig leuchtend, so richtig. Wie so dein Rücken stärkend in deiner Aura. Erzengel Gabriel taucht eigentlich nur auf, wenn man gute Nachrichten hat. Also wenn etwas Gutes jetzt dann kommt und passiert in deinem Leben, daher darfst du dich freuen. Das ist ein sehr, sehr gutes Omen. Er ist der, der die gute Nachricht überbringt. Das ist einfach das, was ganz, ganz prominent leuchtet bei dir. Da mit dem Herzli, wie sieht meine Aura aus? Liebe Grüße. Also, ich schaue mal. Interessant, also bei dir ist außen nur heller als drin. Also drin gibt es gewisse auch Negativität, die du anschauen solltest. Und von außen nur bist du eigentlich geschützt, dass nichts weiteres auch reinkommt. Aber du solltest unbedingt schauen, dass du selber eigentlich positiver vor allem über dich selber denkst. Von dem kommt das. Es ist nicht etwas, wo andere verursachen, sondern du verursachst es eigentlich. Schau dir das genau an und tun das wie zum Erleuchten bringen. Paola, bist mit dem. Ja, woher weißt du das? Sie haben Black Clover. Ja, das stimmt. Ich habe die Gedanken, sie kommen wieder hoch. Es ist eine Gewohnheit, hartnäckig bei vielen Menschen. Und es gibt nur einen Weg. Training, Training, Training. Gedanken sind genauso wie ein Muskel, wo man immer trainieren muss und sonst macht er, was er will, oder? Sumia, ich würde mich auch freuen, wenn du meine Aura anschauen kannst. Vielen Dank. Sehr gern, liebe Sumia. Oh, also ich sehe gleich ganz viel Grün und Violett und das ist eher neu auf diese intensive Weise. Vor allem das Violett. Es hat auch ein bisschen Rosa bei der Sakralchakra-Gegend. Das heißt, deine Sexualität, die wird da wie durchflutet mit liebender sexueller Energie. Ich glaube, du weißt, woher das kommt. Und auch das Violett ist ein sehr, sehr starker spiritueller Schutz, wo auch frequenzsteigernd wirkt. Und das ist definitiv mit deiner Zwillingsseele verbunden. Lass das arbeiten. Meditiere auch mit diesen drei Farben. Du kannst auch Heilsteine verwenden in diesen drei Farben. Rosa, Grün, Violett.
Ja, Black Love, vor allem wenn ich an Liebe denke, kommen sie wieder und es macht mich traurig. Ja, das ist eine Gewohnheit. Sie, Black Clover. Und viele haben das. Denken negativ über sich, denken negativ über die Liebe oder haben negative Erinnerungen an eine gewisse Erlebnis. Und wenn sie an das Thema denken und einen schönen Liebesfilm sehen oder so, kommt das rauf. Und das ist etwas, wo wir unbedingt trainieren müssen, weil was wir denken, ziehen wir an, vor allem in der Liebe. Schönen guten Abend, meine Liebe. Hallo, liebe Silvia. Kann natürlich auch sein, weil ich diesen Unfall hatte mit dem Knie, fühle ich mich seitdem so schlecht. Sieh, Black Clover, das hat nicht mit dem Unfall zu tun. Das ist deine Denkgewohnheit. Das ist genau die Wurzel vom Problem, wo sich jetzt langsam deutlich zeigt, wo du dran schaffen musst. Ich sage noch danke, danke vielmals. Immer gern. Paula, kannst du auch meine Aura anschauen? Sehr gern. Ich sehe, dass bei dir etwas, wo etwas dunkler ist, versucht, aus der Vergangenheit wieder zurückzukommen zu dir. Du wirst aber beschützt durch ein sehr starkes Licht, gleichzeitig auch geheilt. Also ich sehe grün, ich sehe rosa, ich sehe weiss. Vor allem so richtig am Rand von der Aura, wo wie sagen, nein, du darfst nicht rein. Und ich glaube, da geht es um ein vergangenes Leben oder irgendein Ex-Person, wo irgendwie die Energie versucht, wie so Energieschnür wieder zu dir legen. Und das wird unterbunden. Also da müssen Engel und auch deine Zwillingsseele dran sein, um dich da davor zu schützen, dass das nicht mehr zurückkommt, weil das auch nicht mehr sein darf. Du sollst jetzt vorwärts schreiten in Zukunft. Ja? Das ist das, was ich in deiner Aura sehe. Und von innen ist alles okay. Ist alles geschützt, sehr stark von außen und es kommt nichts Negatives hin. Sie haben Black Clover, das heißt, die Gedanken aufschreiben und dann Zettel verbrennen und wieder mehr auf Positive konzentrieren. Ja, das bringt nichts, oder? Es bringt nur etwas, dass du jeden Tag bewusst bleibst und deine Gedanken umprogrammierst. Das habe ich dir ja auch schon gesagt. Wie? Zettel verbrennen, das kann helfen, aber es geht vor allem um Gedanken programmieren, Gewohnheit. Es bringt nichts, wenn du immer wieder ins Gleiche zurückkehrst und nicht deine Gedanken entspannen kannst. Das ist ganz wichtig, das ist ein Teil davon. Was gibt es Schönes zu meiner Aura oder Gefühlswelt zu sehen? Silvia, ich guck mal rein. Okay, also es hat sich einiges getan bei deinem dritten Auge. Da sehe ich, dass es langsam wie, zumindest nach außen, sich öffnet. Das heißt, nach innen kommt noch nicht so viel, was aber wichtig ist, damit du etwas wahrnehmen kannst, also empfangen kannst mit deinem dritten Auge. Aber nach wie vor, muss ich dir ehrlich sagen, hat es noch wie so diese dunkle Umrandung, die dein drittes Auge limitiert. Und das ist etwas, wo du dranbleiben musst. Das ist bei dir hartnäckig, es kommt aus vergangenen Leben und das ist etwas, wo sich nur bessert durch Schauen, die Welt anschauen, wie sie ist, sich trauen, offen Gutes und Böses anzuschauen und eben nicht wie emotional zu verschließen, weil das tut's gerade wieder zusammenziehen. Niki, ich habe heute eine Frau im Kopf Leimbach gesehen, wo dir mega ähnelt. Vielleicht bin ich das gesehen. Ist ein Löli. Paula, ich habe den Michael gespürt, wegen dem Bub gesagt. Da bist aber sehr gut. Aber sonst ist meine Aura gut, abgesehen davon jetzt. Ja, was heißt gut? Oder? Sio Black Clover, du hast jetzt Reiki-Meister-Level auch erreicht. Und daher würde ich sagen, eigentlich ist es nicht etwas Gutes. Ich will es nicht ermutigen. Es ist mega wichtig. Alles andere kann stimmen. Wenn dein drittes Auge nicht stimmt, hast du ein grosses Problem. Es ist ein grösseres Problem, weil das jetzt auch wieder der Wille, der freie Wille.
Oder? Wenn du mit dem freien Willen immer wieder das Negative suchst, 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 dann ziehst du es ja auch an mit der Zeit, oder? Dann bleibt die Programmierung, wo manifestiert, dass immer wieder negativ sich manifestiert und das ist nicht gut, nein. Da musst du unbedingt dran. Also. Versucht bitte nur einmal fragen, dass die anderen auch dran kommen. Da freue ich mich. Vielen Dank. Immer gern. Wenn ihr irgendetwas verpasst habt oder irgendetwas anderes noch dabei machen sind, das ist alles kein Problem. Das Live kommt nachher aufs YouTube, wie immer. Mit MJ Twin Flame so. Zaubermond. Hallo, ich würde mich freuen, wenn du in meine Aura schaust. Dankeschön. Sehr gern. Okay, du hast sehr viel Gel, vor allem auch im inneren Kern von deiner Aura oder Chakren, sage ich jetzt einmal. Und dann ist der Rand vor allem sehr grün. Was bedeutet, dein Schutz, dein Aura-Schutz wird im Moment wieder gestärkt und geheilt und der ist abgeschwächt gewesen in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Ich habe jetzt da nicht genau reingeschaut. Das Live geht sehr schnell. Ich kann natürlich reinschauen, mehr. Der Punkt ist, wenn das sichtbar ist, dann geht es immer darum, dass wir der Schutzschild, oder wie wieder geheilt werden muss und gestärkt werden muss, damit man geschützt ist. Vielleicht hat dich jemand angegriffen in letzter Zeit, schlecht behandelt, dich abgemacht. Irgendetwas in die Richtung muss es sein. Also. Ja, CEO Black Clover, das müssen wir auf dem WhatsApp anschauen. Ja, weil das ist individuell. Ich kann allgemein sagen, positiv denken, ich kann Beispiele geben, aber so wie die alten Ägypter das gemacht haben, finde ich es wichtig, dass man das eigentlich individuell anschaut. Also. Niki, könntest du auch meine Aura lesen? Heiße Nike. Ja, sehr gern. Sehr viel Weiss. Also sehr rein. Es hat so eine leichte Lavendelfarbe noch in der oberen Hälfte, vor allem beim dritten Auge. Kronenchakra, das ist mega selten. Das zeigt mir, dass du einen sehr guten Kontakt mit den Engeln hast. Ich weiß nicht, wie bewusst es dir ist, aber du kannst sagen, deine Gedanken sind geschützt durch höhere Kräfte. Und du könntest da effektiv auch den Weg gehen, dass du damit sogar schaffen tust. Dass du anderen hilfst, positiver zu denken, zuversichtlicher zu sein, optimistischer zu sein, Sachen aus der positiven Richtung anschauen, statt aus der negativen. Kurz gesagt, so ein bisschen in Richtung Psychologie, Therapie, helfen Jugendlichen, Coaching. Also, da hast du auf jeden Fall die Fähigkeit, das sehen wir mega klar in deiner Aura. Danke vielmals, liebe Susan, immer gern. Selber, was meinst du mit introvertiert, emotional und sexuell extrovertiert? Hast du jetzt vom letzten Mal, ich erinnere mich. Man kann emotional verschlossen sein, also wäre das Herzchakra. Und gleichzeitig kann man aber auch natürlich auch zum irgendwo ein bisschen kompensieren, sexuell offen sein. Das heißt nur sexuell, oder? Nur die sexuelle Energie verbinden, aber die emotional zuladen bei. Und das ist ungesund. Das ist nicht zu empfehlen. Eigentlich sollten alle Chakren offen sein. Und wenn man sich auf einen Menschen einlässt, dann sollte man sich mit allen Chakren auf den Menschen einlassen oder gar nicht, oder? Und das ist das, was ich gemeint habe. Und das haben im Fall noch viele Menschen. Mehr Männer, aber es haben auch Frauen. Hello Kitty 555 at MJ Twin Flame. So, ja. Malak. Hey, Malak 22 in Luan 26, wirklich. Malak 22 in Luan Twin Flames. Also, look. das Thema ist halt immer so. Ich weiß, es ist langsam Trend und viele reden drüber, hören drüber und denken sich natürlich als allererstes, mein Freund, meine Freundin, mein Schwarm,
muss doch Twin Flame sein. Man empfindet intensiv, man kann Sachen interpretieren, man kann Sachen lesen, es gibt da ganz viele Fake-Infos, oder? Der Punkt ist, es ist mega, mega selten, dass Twin Flames sich treffen. Und wenn es eben so wäre, sage ich jetzt mal freundlich, dann wüsste ich es. Aber unterschätzt nicht Seelenverwandte. Ja? Ich gebe dir jetzt hier eine Tarotkarte, eine spezielle. Schau. Das ist eine Seelenverwandtschaftskarte. Malak oder Luan, ihr spiegelt füreinander die Energie von der Twin Flame, sind aber nicht die Inkarnierung von der Twin Flame selber. Das heisst, die Verbindung ist gesegnet, die Verbindung ist gut, die Verbindung ist stark, aber es ist nicht direkt Twin Flame. Es ist eine Seelenverwandtschaft, aber eine, die auch sein soll. Ja, damit ihr wie füreinander eigentlich die Twin Flame Energie channeln könnt, während ihr da auf Erde seid. So, mir. Darf ich noch fragen, ob der Yasir ein naher Seelenverwandter ist? Ich kenne ihn aus meiner Jugend. Yasir. Es ist interessant. Das ist eine Seele, der du viel geholfen hast, wo sogar mal dein Kind war in einem vergangenen Leben. Kein Wunder empfindest du es so, als sei es ein naher Seelenverwandter. Tatsächlich ist das aber nicht einmal der Fall. Ihr habt eine Verbindung. Aber Seelenverwandter, das ist wie ein anderer Grad. Man könnte es mehr Seelenfreundschaft nennen. Ja, das wäre eigentlich das richtige Wort. Und ja, also... ist sehr, sehr interessant. Du bist eine ältere Seele als er. Ganz klar. Malak hatte die Frage falsch formuliert. Elosin, hoi. Lukas, hey, könntest du mal schauen, was so in nächster Zeit in meinem Leben passiert? Ja. Lukas. Also vor allem in der nächsten Zeit wirst du müssen eine Entscheidung treffen. Du wirst auf eine Weggabel kommen und müssen quasi rechts oder links wählen. Und das musst du dir gut überlegen. Weil es ist wie so beim Zug, oder? So eine Weiche, die gestellt wird dann. Und da passieren ganz viele Sachen im Nachhinein, die dann mit deiner Entscheidung in Verbindung stehen. Das heisst, wenn du merkst in der nächsten Zeit, da kommst du an eine Weggabelung her und eine Situation, wo du dich entscheiden musst zwischen zwei Sachen, nimm dir Zeit und denk lieber nochmal nach, bevor du so ein bisschen voreilig einfach eine Entscheidung triffst. Ganz spezifisch jetzt. Hallo, Sinn, könnt ihr schon mal in meine Augen schauen? Natürlich. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, oder wie man das auf Deutsch nennt. Orbs. Es gibt sowieso Energiebollen, die hauptsächlich davon kommen, wenn Zwillingsseele in der spirituellen Form bei dir ist, aber auch gewisse Engel. Und bei dir sieht man ganz, ganz viel in deiner Aura und drumherum, die so ein bisschen weiss und ins Blau hineingehen. Du bist also extrem überdurchschnittlich geschützt und hast wirklich da einen riesen Segen, den viele nicht haben. Du wirst begleitet, du wirst näher wie beobachtet, geführt und kannst sogar mit deiner Energie arbeiten. Also als Heilerin, du kannst zum Beispiel Reiki lernen und dann kannst du effektiv sehr gut mit dem arbeiten als Brücke. Leon, hallo Vittore 31, was kommt? Also. Was kommt, Malea oder Vittore, ist vor allem, dass du wirst müssen an dich glauben und verstehen, wie das funktioniert mit dem Manifestieren im Leben, wenn du Selbstvertrauen hast und wenn du kein Selbstvertrauen hast. Das heisst, im Moment musst du unbedingt für eine Zeit, die auf dich zukommt, mehr Selbstvertrauen gewinnen. Es wird dir helfen in gewissen Beziehungen, auch geschäftlich, und es wird dir vor allem auch helfen mit deiner Gesundheit, auch psychisch betrachtet, weil es kommt eine herausfordernde, aber lehrreiche Zeit auf dich zu.
User 21963 will ich in diesem Leben meine Dualseele treffen. Wenn du sagst treffen und meinst physisch in der Welt, in einem menschlichen Körper, dann nein. Wenn du sagst, okay, ich bin offen und flexibel, um mich wieder daran erinnern und erwäge auch Möglichkeit, dass es effektiv möglich ist, meine Dualseele oder eben Zwillingsseele in der spirituellen Form treffen, während ich in dem Körper bin, was ein außergewöhnliches Ereignis ist und du mega viel lernen kannst, dann ja. Der Weg steht dir immer offen. Jetzt musst du nur entscheiden, ob du die Situation so akzeptieren kannst, wie sie ist, oder ob du sie so zurechtbiegen willst, wie du glaubst. Und das ist einfach der Unterschied. Hallo Vitor 31, werde ich in eine neue Umgebung ziehen in nächster Zeit. Danke. Neue Umgebung. Du wirst ein bisschen Hilfe brauchen, wenn du umziehen willst. Die Energien sind im Moment ein bisschen blockiert. Du kannst auch ein bisschen Salbei räuchern, das kann helfen. Du musst dich wirklich ins Zeug legen. Das wird Geduld brauchen. Ja? Also bitte den Erzengel Michael, dir da beizustehen und dir zu helfen und dich zu führen. Intuitiv. Und dann wird das klappen. Kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Niki, ich bin auch spirituell, habe aber immer gedacht, dass meine Aura rot magenta ist. Rot? Rot ist Unausgleich, zu viel Aggression, teilweise auch wirklich, wirklich, wirklich dunkle Energien. Die zeigen sich nicht immer nur dunkel. Rot ist jetzt, rote Aura ist nicht wünschenswert, meine Liebe. Selber. Okay, danke. See you, Black Clover. Es gibt jetzt sogar eine Doku auf Netflix dazu, wo sie mit dem Leute abziehen, also eine Art Sekte. Ja, ich habe auch schon davon gehört, von meinen amerikanischen Kunden und so. Wie nennt sich das? Twin Flames Universe. Ich habe etwas darüber gepostet, auch da vor ein paar Monaten. Der, wie heißt der? Jeff und Sheila. Oder? Also die haben wirklich das Twin Flame Thema aufgegriffen und richtig krass damit die Leute abzockt und sogar eben Stalking beworben und so. Ich finde aber, und das muss ich jetzt ganz klar sagen, es gibt keinen grossen Unterschied zwischen denen und irgendwelchen Leuten, die online überall verbreitet, dass Zwillingsseelen verschieden denken, dass die eine Person das erkennt, oh, das ist meine Zwillingsseele, und die andere Person sagt, nein, lass mich in Ruhe, und dann soll man da hocken und, ja, ist klar, du bist erwacht, du bist spiritually awakened, und deine Twin Flame ist es noch nicht. Glaub weiter dran. Zerr an denen ihrer Energie. Die werden zurückkommen. Die werden dich entblocken. Die werden die Ehefrau für dich verlassen, weil sie deine Zwillingsseele sind. Bullshit. Bullshit. Wirklich. Also, benutzt auch da euer logisches Denken und schaut, was ich kann jetzt wirklich nicht so viel Beispiel bei diesem seltenen, spezifischen Thema. Ihr könnt auch auf Englisch schauen. Ich habe einen Blog, Archangel Michael 777. Da habe ich seit 2011, also jetzt inzwischen 12 Jahre und mehr, habe ich Veröffentlichungen draussen, wo ich erkläre, wie es läuft mit Zwillingsseelen. Und es ist alles immer gleich. Zwilling. Gleich. Und wenn jemand anders denkt, wenn jemand findet, nein, du bist nicht meine Zwillingsseele, wenn jemand sagt, ich renne davon, oder? Ist es nicht eure Zwillingsseele. Und wenn man da weitermacht, dann ist man ein spiritueller Stalker, zumindest. Und teilweise eben auch physischer Stalker. Sind Leute verhaftet worden und alles auch, wo die Jeff und Sheila beraten haben auf ihrer Plattform und ermutigt haben, irgendwelche Leute nachrennen, wo sie abgelehnt haben. Halte ich gar nichts davon. Malak, danke. Immer gern. Sumia. Oh, das ist ja mega interessant. Danke vielmals. Immer gern.
Hallo Senior, danke. Darf ich fragen, wie ein Zellenpartner von mir heißt? Da habe ich dir ja schon Andeutung gegeben, meine Liebe. TikToker. Ey, was läuft mit dir? Siehst du meinen Username? Meine Twin Soul ist der Michael. Da wird auch immer der Michael bleiben. Das ändert sich nicht. Ted Tiesle, Zwillingsseelen sind mega oft im Gym. Weißt du, was du damit meinst? Trainieren Zwillingsseelen überdurchschnittlich viel, oder was? Ich selber, kannst du lesen, was meine Persönlichkeitseigenschaften sind? Ja, ich habe dir schon mal gesagt, im letzten Live, ich kann zum Beispiel einen Seelenscan, mache ich, oder Zwillingsseelenscan, und da tue ich das alles schön reinschreiben. Da im Live ist das etwas, wo zu lang dauert. Da tue ich so eine Frage, so kurz und bündig. Ich kann eine Karte ziehen, ich kann in die Taure hineinschauen. Ja. Schon wieder TikTok. Ob ich deine Dualseele bin, habe ich gefragt. Und ich habe dir gesagt, MJ Twin Flame Soul, mein Username, und die ganze Öffentlichkeit weiss, wer meine Twin Flame ist. Dual bedeutet auch zweifach, doppelt. Doppelseel. Zweifache Seele, zweifaches Wesen, innere Seele. Es ist das Gleiche. Falls es Leute gibt da außen, die behaupten, dass es andere Sachen sind, oder? Danke dir immer gern, Silvia Giesinger. Das mit dem dritten Auge dauert ja. Darf ich fragen, ob dieses Jahr noch etwas Besonderes bei mir passiert? Ich ziehe mal eine Tarotkarte für dich, liebe Silvia. Da fällt schon eine raus. Guck mal. König der Flammen. Es kann gut sein, dass dieses Jahr noch jemand auf dich zukommt und wirklich auch die Leidenschaft zeigt, die in ihm steckt. Du weißt genau, um wen es sich handelt. Es wird aber auch wichtig sein, dass du positiv darüber denkst. Lass dich nicht verunsichern durch das Gewarte, was auch da stattgefunden hat, oder die Zurückhaltung, die ganze Atmosphäre, in der das ja auch alles stattfindet. Lass es auf dich zukommen, sei offen für diese Energie und dann kommt das gut, ja? Da würde ich mich jetzt aber freuen, wenn das dieses Jahr noch klappt. Genau so habe ich es dir geschickt auf WhatsApp, Netflix hat aufgeklärt. Ja. Tatsächlich Jeff und Sheila. Ja, ich finde es einfach krass, weil ich finde es gut, dass Netflix aufklärt. Zuerst war es noch auf Prime gewesen, anscheinend. Prime ist wohl beliebter in Amerika. Netflix ist überall. Ich finde es gut, dass wir das da auch empfangen und sehen. Was ich einfach richtig scheiße finde, ist, dass so Leute überhaupt eine Chance geben wird mit diesen Falschinfos, wo auch anonyme Leute überall verbreitet oder irgendwelche wannabe spirituelle Berater, Coaches, so wie die TV-Leute zum Beispiel, die mich über den Tisch gezogen haben, wo ich dann aufgehört habe, oder? Wo ich all die Fakeheit betrachtet habe. Der ausschlaggebende Punkt war, eine Kundin von mir, wo ich vor allem beraten habe und auch wegen der Zwillingsseele beraten haben, also das heisst, der Kontakt war da gewesen. Wir haben gewusst, ihre Zwillingsseele ist nicht inkarniert, sondern in der spirituellen Form. Und das ist eine Person, die sich ganz dysfunktional, also daneben benimmt in ihrem Leben. Ich bin in der Ferien gewesen, sie hat auf der Hotline angerufen und dann hat eben eine andere Beraterin, die bei uns neu war, ist damals abgenommen. Und ich bin wirklich, hat nur noch so viel gefällt und ich hatte die Schnauze eh schon voll gehabt. Anna M. nennt sie sich. Und dann hat die der einfach irgendetwas vorgeschwafelt über Zwillingsseelen. Und ich bin die Einzige in diesen TV-Formaten, die über Zwillingsseelen etwas gewusst hat. Und hat da sich reingemischt. Ich weiss nichts davon. Ich hocke die heim. Und plötzlich stürmt, kein Scheiß, stürmt Zwillingsseele von meiner Kundin auf mich zu und regt sich auf und schwafelt etwas von der Anna M. Und dass meiner Kundin, also der Zwillingsseele von ihm, Scheiß erzählt worden ist. Ich so,
Und dann habe ich sie angesprochen auf das und sie hat mir dann alles erzählt und ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich gekündigt, dann habe ich denen gedroht, dann habe ich das Ganze abgesägt, oder? Und das ist das, was ich scheiße finde, dass all die Leute auf den Zug aufspringen und finden, hey, komm, machen wir doch das Thema kaputt, oder? Tun wir drüber treten. Es macht mich richtig hässig. Also, da kann ich dann auch wirklich die Böshex werden, so Leute gegenüber, weil der Michael hat schon zu viele Lügen müssen ertragen und ist gestorben, weil die ganze Zeit gelogen worden ist über ihn. Und wenn ich dann erzähle, hey, yo, wir sind der Twin Flame und so läuft das und wissenschaftliche Experimente und alles über mich ergehen haben, finde ich es nicht lustig, wenn irgendwelche Arschlöcher kommen und sich reinmischen in das Thema und wieder mal rumlügen. So, mal ganz direkt. Oder? Die haben nichts mit dem zu tun. Sie haben nichts mit dem Phänomen von zwei Personen zu tun, wo wie Zwillinge sind, ohne verwandt sind. Auch vom Aussehen her, physisch. Es ist nicht nur eine Einbildung da. Das ist, wie ihr erkennt, ob es echt ist oder nicht. Ja, und sie haben gesagt, wenn sie nicht kommt, haben sie eine Blockade. Ja, genau, eben so. Typisch Betrugsmasche. So Sprüche. Also, energetische Blockade und sie müssen so spiegeln. Ich weiß, the mirror exercise. Ich habe von all dem gehört. Aber ich finde es gut, dass du dich informierst. Mit den Lügen könntest du bitte mir sagen, was auf mich zukommt in Zukunft? Ja, klar. Auch bei dir wird es sehr wichtig sein, dass du mehr an dich glaubst. Du wirst herausfordernde Zeiten haben. Es werden gewisse Sachen nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Und du wirst müssen dich wieder aufrappeln oder erst recht nicht wie auf den Boden kommen, sozusagen. Und das schaffst du nur, wenn du mehr an dich glaubst, oder? Das ist der Schlüssel für die nächste Zeit. Los, Loco Schweiz. Liebe. Okay. Ich schaue mal dein Liebesleben an. Los, Loco Schweiz. Schau mal. Ace of Roses. Leidenschaft. Leidenschaft ist ein Schlüssel eigentlich, wenn du willst, dass es in deinem Liebesleben klappt. Leidenschaft bedeutet, sich verausgaben, sich reinlegen, sich wirklich dafür entscheiden. Und es bedeutet auch sexuell ein bisschen offener sein, mit einer bestimmten Person. Nicht mit verschiedenen, nicht wie die Möglichkeiten abwägen, sondern wirklich entscheiden zuerst und dann wirklich die Leidenschaft auch zulassen. Was passiert mit so Menschen wie die beiden, wo so einen Mist machen? Ja, gut. Die hat sogar, wie ich gehört habe, eine Fehlgeburt gehabt. Und nachher haben sie so da, als wäre alles auf magische Art wieder gut gekommen, obwohl sie einfach wie neu schwanger worden ist und so Zeugs. Das gibt mega viel Karma. Es gibt wirklich viel Karma, wenn man die haben anscheinend irgendwie 2 Millionen abzockt oder so. Also, kannst du mal in meine Aura schauen. Und übrigens, wenn es dann auch noch zum Beispiel bei Männern ermutigt hat und irgendwelche Männer vielleicht Frauen vergewaltigt haben, das ist alles wirklich sehr, sehr krasses Karma. Also da mit den verschiedenen Fähnchen. Ich schau mal in deine Aura rein. Okay, du hast viel Orange und Gel, aber auch am Rand so ein bisschen rosa. Du wirst also von der Liebesenergie beschützt. Das muss sich um deine Zwillingsseele handeln. Und das Rosa, also das Rosa und das Orange und das Gel miteinander zeigen, dass bei dir sehr viel männliche Sexualenergie auch in der Aura sind, wo du schauen sollst, dass du sie ein bisschen ausgleichst und dann mit der falschen Person teilst, weil das ist wirklich stark bei dir und das kann für Energievampire sehr interessant sein. Mächtig. Magule 28, wann komme ich in eine Beziehung? Lieben Gruß. Also, ja, das mit dem Wenn ist natürlich einmal. Ich bin kein Fan davon, euch einfach irgendetwas zu verzapfen. Und ich werde euch nie vormachen. Alles kommt einfach von selber. Schau mal da. Die Karte bestätigt es auch gerade.
Du musst an dir arbeiten. Du musst wie wissen, was will ich überhaupt? Oder was für eine Beziehung will ich? Was habe ich in der Vergangenheit gemacht, wo das vielleicht sabotiert hat? Oder? Du musst wie bereit sein, wenn dein Herz bereit ist und ausstrahlt, so eine gewisse Energie, die sagt, hey, ich will, oder? Dann kommt das eben automatisch, dann manifestierst du es. Ja, und das ist einfach das, wo nur ein bisschen fehlt. Silvia, hier, danke, ja, ich weiß wer. Paola, siehst du bei mir finanziell beruflich was? Danke, wenn es geht. Finanziell beruflich. Also, ich sehe vor allem, Paola, ich sehe vor allem, dass es ein bisschen schwierig ist. Und wenn du da wirklich vorwärts kommen willst, dann musst du wie so ein bisschen eine Wand einreißen, so eine Blockade, die vor dir auf dem Weg ist. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, wie du denkst, oder ob der Weg einfach, wo du dir ausgewählt hast, schwierig ist. Aber bitte den Erzengel Michael darum, dir zu helfen, den Weg zu befreien und die Steine sozusagen aus dem Weg schaufeln. Also versuche bitte nur einmal fragen. Also Nari, Lachi, Bulala, hey Susan, wie geht's? Bist du immer noch schwanger oder ist das Baby schon da? Das Baby ist noch nicht da, aber bald. Dem Monat. Dem Monat, effektiv. Aber ich werde sicher so dann auch, also mir ein bisschen Auszeit nehmen natürlich. Aber nicht allzu lang. Also ich werde sicher so gegen Mitte Dezember, sicher spätestens um die 4 Tage rum bin ich wieder da für euch. Also ich bin so oder so da für euch, natürlich auf WhatsApp, aber ich meine jetzt auch Lives und so, werde ich sicher dann auch wieder können live kommen, sogar mehr, weil ich dann ein Zeitchen daheim bleiben muss und mich ums Baby kümmern und so ein bisschen alles einpendeln und mich daran gewöhnen und ja. Ja, Black Clover, ja, fand es nur interessant und habe eben auch gleich an dich gedacht. Und man merkt, dass die keine Ahnung von allem dem Mist über weiblich und männlich haben, oder? Ja. Man merkt auch, dass etwas an denen nicht stimmt. Und sie sehen überhaupt nicht zwillingsmäßig aus. Sie sehen nicht aus wie die gleiche Person in zwei Körpern. Und eine echte Zwillingsseele sieht gleich aus. So gleich. So gleich. Und jetzt wirklich, passt auf, was ihr da sagt. So Leute, die versuchen, mich provozieren. Dass der Michael Jackson sich in mein Ebenbild verwandelt hat, nachdem ich geboren worden bin. Wir haben uns noch nicht mal getroffen. Er hat nicht sicher gewusst, im Sinn von faktisch, weil wir uns darauf haben, hey, meine Zwillingsseele ist auf der Erde. Aber es hat einfach nur gelangt, dass ich geboren worden bin. Und dann hat es ihn so beeinflusst, körperlich, dass er eben auch unter anderem eine Hautkrankheit bekommen hat, die ihn gezwungen hat, heller zu werden, damit er aussieht wie ich. Damit Körper sich anpassen und die Wahrheit widerspiegelt, in der Realität, körperlich, dass man die gleiche Seele trägt. Und wenn man die körperlichen Merkmale nicht hat, dann sollte man sich draus halten, davon vor allem, irgendwelche anderen Leute zu erzählen, um was es geht, oder coachen, oder Geld von Leuten entgegennehmen und sagen, ich verstehe etwas über Twin Flames. So einfach. Ich finde es gut, dass du so offen darüber sprichst, ja. Noch mehr haben sie gemacht. Sogar gesagt, wenn man bi ist, dass man dann nur männliche Energie sein kann und seine weibliche Hälfte. Na, geht du ganz bestimmt nicht. Susan ist die einzige wahre Zwillingsseele von MJ. Danke vielmals, liebe Sumia. Finden müsse, habe mich so aufgeregt beim Schauen. Ja, das ist ja so. Die verzapfen da ganz viel, oder? Sie wollen so viele Kunden abdecken wie möglich, oder? Faktisch, und das ist auch sehr verräterisch, wenn ihr heute googelt, oder? Dann seht ihr, dass eigentlich fast niemand über Homosexualität und Twin Flames irgendetwas weiß oder redet. Ich habe eine gute Kollegin, die ist ganz am Anfang schon dabei gewesen. Ich habe mit ihr ständig geskypt, 2010, wo das alles bei mir angefangen hat, klar werden für mich. Und ich angefangen an veröffentlichen Sachen. Und ich werde sie fragen, ob sie gerne mal ein Video macht oder so, auch für euch.
Sie lebt in Amerika. Sie ist mich damals auch besuchen gekommen in der Schweiz und so. Also wir kennen uns wirklich gut. Sie ist eine coole Frau. Und sie trägt eine männliche Seele. Ja. Also sie ist lesbisch. Und sie trägt eine männliche Seele in einem weiblichen Körper. Und sie weiß, wie das läuft. Und wir haben dort ein paar interessante Sachen gemacht. Vielen Dank für das Herz. Spirituell auf Distanz. Also, dass wir wie eine Rückführung gemacht haben, spirituell, mit der Hilfe von Michael. Und da haben wir ihr vergangenes Leben gesehen und Sachen darüber erfahren. Es war mega interessant. Aber ich frage sie zuerst, oder, ob sie Bock hat, das zu teilen. Und dann kann sie vielleicht mal ein Video machen und ich tue es für euch noch so untertitelmäßig übersetzen. Linus, hast voll recht. Danke vielmals. Silvia Giesinger, es ist wundervoll, das Baby im Arm zu halten. Liebe, vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Geburt. Danke vielmals, liebe Silvia. Ist natürlich jetzt eine neue Erfahrung. Mal schauen, wie das dann läuft. Wahrscheinlich läuft es einfacher, als man denkt. Ich habe sowieso Kaiserschnitt, also das sollte einfacher sein als natürliche Geburt. Und dann schauen wir es. Genau, heute ist der 11.11. Und das ist, ich habe ja meinen Blog, damals der englische, habe ich angefangen am 11.11.2011. Und immer wieder begegnet mir die Numerologie, weil es überall verzapft. Ah, wenn man 11.11 sieht, dann hat es eine Bedeutung für Twin Flames. Ah, ich habe gerade an meinen Schwarm gedacht und 11.11 gesehen. Also bedeutet das, das ist meine Twin Flame. Und ganz so läuft es natürlich nicht. Die Numerologie ist viel komplexer. Und es ist meistens von den Engeln eine Methode, um euch wie auf etwas Bestimmtes zu bringen, etwas Bestimmtes zu zeigen, wie, hey, du bist im richtigen Weg, oder hey, der Gedanke ist richtig und der Gedanke ist in die richtig, oder man wird ermutigt, oder es wird einem gezeigt, hey, etwas ist noch nicht ganz komplett. Also es ist schon, ich sage vor allem für sture Menschen, die nicht genau herhören, ein Weg für die Engel vor allem, durch die Numerologie versuchen, eure Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. So spezifisch Twin Flame Numerologie gibt es nicht. Es gibt Numerologie und es kann im Zusammenhang sein mit Twin Flames, aber nicht immer, oder? Aber wenn ich das mit dem positiven Denken in den Griff bekomme, kann ich auch entspannen. Es ist umgekehrt. See a black hole, wenn du lernst entspannen, dann kriegst du auch das mit dem positiven Denken in den Griff. So läuft's. Weil, wenn da überladen ist, oder? Dann kannst du nicht entspannen. Oder? Dann kannst du auch nicht kontrolliert positiv denken. Es ist wie müde, oder? Und daher versuch unbedingt entspannen. Und das wird dir helfen, oder? Positiv zu denken. Samira, kannst du eventuell mal meine Aura lesen? Ja, sehr gern. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich sehe bei dir nämlich so also wie Gold beim Sakralchakra. Sakralchakra ist unterhalb vom Bauchnabel. Und das zeigt mir, dass da effektiv eine männliche sexuelle Energie auch bei dir ist, mit dir verbunden, an dich geleitet wird. Es muss von deiner Zwillingsseele stammen, wegen der goldigen Farbe. Oder ein Seelenverwandter, der sehr starke Energie hat. Ansonsten ist deine Aura sehr hell und sehr rein. Und ich empfehle also wirklich, dass du da auf deine Intuition hörst und deine Sexualität, wie soll ich sagen, ein bisschen offener auslebst. Ja, du hast da eine ganz, ganz gute Person um dich herum, Energie, wo dir auch nicht schaden wird. Das heisst, lass dich gehen, tun dem Ganzen Vertrauen und nimm das an. Sumia, ich vermisse so deinen Blog, aber ich verstehe, dass du nicht mehr die Zeit hast wie damals. Ja, liebe Sumia, du kennst doch den Archangel Michael 777 Blog. Da habe ich so viel gebloggt früher, gell? Manchmal pro Tag drei, vier Riesenartikel. Hä? Aber weißt du was?
Da werde ich auch wieder ein bisschen mehr bloggen, also in Englisch auch. Und vor allem auch die ganze Podcast-Sache möchte ich auch ein bisschen anspornen. Und ja, ich habe ein paar Dinge vor, oder? Aber es braucht halt Zeit und es braucht auch ein bisschen Arbeit, oder? Also, dass ich da zum Beispiel auch mehr Vlogging machen möchte, also Videos im Sinn von jetzt nicht nur Lives oder kurze Videos auf TikTok oder so, sondern eben auch auf YouTube und so. Lernvideos, oder? Da habe ich ja schon gesagt, ihr könnt ein Abo machen hier auf TikTok auch und das hilft mir für ein bisschen Produktionsbudget, damit ich da eben die Zeit habe und die Ressourcen, um mehr solche Lernvideos zu produzieren, anstatt nur schreiben, oder? Sachen erklären, zeigen, zeichnen, an gewisse Orte gehen, vielleicht gewisse Leute auch interviewen, Meditationstechniken vorzeigen, so ähnlich wie zum Beispiel so Trainingvideos, wo man schauen kann und mitmachen, oder? Und ich glaube, das hilft vielen Menschen. Man muss nirgendwo hin, man muss kein Ticket bezahlen, man spart sich eigentlich all diese Kosten und kann es dann wie von zu Hause aus mitmachen. Das ist so mein nächstes Ziel. Sion Black Clover. Ich sehe auch oft in letzter Zeit doppelte Zahlen, aber fühle es eher, dass sie mir Weiterentwicklung helfen wollen. Also 1, 2, 3, ich sehe immer Zahl 1, 1, 1, hat die Zahl bestimmt die Bedeutung. Also, Dreifaltigkeit, oder? Männlich, weiblich, göttlich, männlich, weiblich, Kind, oder? Das sind alles so Sachen, kommt da im Christentum sogar vor, oder? Und das 1 zeigt dann natürlich wie der Anfang von allen Sachen. Und du kannst es wirklich als eine Person, eine Person, eine Person auch anschauen. Es hat verschiedene Bedeutungen in dieser Numerologie drin. Und darum ist es aber wichtig, wenn man Numerologieberatung sucht, dann muss man wirklich auch individuell das Ganze anschauen. Was habe ich für eine Situation in meinem Leben? Habe ich zum Beispiel eine Dreiecksbeziehung im Moment? Eben, erwarte ich ein Kind, will ich ein Kind? Alles so Sachen. Beziehung, wie gesagt, Zwillingsseele, oder? Kann es auch sein, Seelenverwandte, das Göttliche oder das dritte Element, oder? Eins, 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 oder? Also da hat es verschiedene Bedeutungen und darum kann man das nicht einfach verallgemeinern. Das wäre billig. Das muss man individuell anschauen. Wie? Traumdeutung. Ja. Das ist ein guter Vergleich. Michelle, kannst du mal meine Aura schauen? Ja, sehr gern. Okay. Sehr viel helleres Blau, aber auch weiß. Das heißt, du bist sehr geschützt, auch von innen und von außen. Also von außen kann nichts an dich herkommen. Das Weiß ist so stark am Rand von deiner Aura, dass da irgendwelche dunkle Energien keinen Weg findet. Und bei den Füßen, interessanterweise, ist es ein bisschen grün. Es kann sein, dass du effektiv bei den Füßen ein bisschen müde bist in letzter Zeit. Vielleicht ein bisschen Schmerzen gehabt hast, unbequeme Schuhe angehabt hast, viel hast müssen stehen oder laufen. Aber wirklich unten bei den Füßen ist noch so ein Grün, das so ein bisschen am Heilen ist. Ja, Black Clover. Ach so, dann ist das unmöglich für mich. Was dann? So, mir kommen eigentlich auch noch neue Songs. Würde mich sehr freuen. Ich liebe deine Stimme. Danke vielmals, liebe Sumi. Das bedeutet mir viel, dass du mich da auch ermutigst. Wie gesagt, die Schwangerschaft ist jetzt halt auch ein bisschen dazwischen gekommen, oder? Aber ansonsten definitiv, weil ich habe Bock, oder? Also ich habe wirklich Bock, ein neues Album zu machen. Das musste ich eben verschieben deswegen. Auch das mit dem Tanzen ist etwas, was ein Teil von mir ist. Und es ist auch die beste Art, um Michael zu channeln. Also es ist wirklich meine Lieblingsart, um mit Michael zusammenzuarbeiten, für mich persönlich. Musik war schon immer etwas, was uns sehr stark verbunden hat und wieso einfach ein Teil von uns ist. Und daher definitiv, definitiv.
Sea of Black Clover. Darf ich fragen, was du von J.K. hältst? Der macht Michael nach in seinen Musikvideos. J.K. Welcher J.K.? Also, ja, du weißt vielleicht, wenn du meinst, ja, ich bin nicht sicher. Anastasia, hoi Liebe, wie geht's? Könntest du mir sagen, ob Julia den Job in Costa Rica kriegt? Costa Rica! Gerade einen Job dort. Es sieht gut aus und es scheint gute Energie dort zu herrschen. Das heisst, gute Atmosphäre, auch für Gesundheit. Das wird sehr, sehr gut sein. Ja? Also, es sieht gut aus. Gib mir dann unbedingt Bescheid. Hallo, warum kommt im Horoskop immer, dass ein Zwilling und ein Fisch nicht zusammenpassen? Warum? Ah, Horoskop, komm. Da gibt es ganz viele so Sachen. Laut klassischer Astrologie passt ja auch da wieder nicht zur Jungfrau. Ich bin wieder, Michael ist Jungfrau gsi und nichts passt besser, oder, als Twin Flames. Und daher, aber es ist auch interessant, weil auf dem Sternzeichen Rat sind wir genau gegenüber, oder, eben wie ein Spiegel, genau gegenüber. Und das ist eben schon interessant, weil ich glaube, es kommt auch auf die anderen Nuancen drauf an. Aszendent, Mondzeichen, Sonnenzeichen. Alles ist ein Einfluss. Und auch die Seele aber und karmische Sachen und all das auf der Seelenebene sind auch Einflüsse. Nicht nur die Sterne, wenn wir geboren werden. Und daher glaube ich persönlich nicht dran, wenn es heisst, oh, das und das Sternzeichen passen nicht zusammen. Lasst euch davon nicht verunsichern. Bleibt offen. Schaut den Mensch an. Individuell. Wie Fingerabdrücke. Danke vielmals. Oh ja, bitte Podcast. Okay. Podcast würde ich sicher mehr machen in nächster Zeit. La Luca, Ivo und Pauli. Hello, Susan. Sally, wie geht's dir? Baby Parker. Hoi, Hübschi. Sally. Juli. Hoi, Bella. Wie geht's dir, meine Liebe? Ich meine, Jackie von BTS und der hat Standing Next to You gemacht. Ja, BTS sind ja riesen Fan von Michael. Aber es gibt auch ganz viele andere, weißt du? Darum habe ich jetzt fragen, wo viel von Michael ausgelehnt haben. Sagt das jetzt ein bisschen der Tanzstil, ein bisschen der Gesangsstil, ein bisschen der Kleidungsstil. Der Michael hat halt schon viel geleistet. Ja. Anastasia, okay, danke vielmals. Und hat ähnliche Kleidung wie Michael an. Und viele finden, das ist das. See a Black Clover. Nobody can be Michael. Anastasia, und könntest du mir echt sagen, wie die Gefühlslage gerade ist von ihr gegenüber mir? Ja, dann schauen wir mal rein. He? Du inspirierst sie, schau, Kreativität. Du bist wie so die Muse, das sage ich jetzt mal, oder? Du bist wirklich ein positiver Gedanke im Moment für sie. Das ist vor allem ihre Gefühlslage. Es geht nicht sehr stark in die Richtung Leidenschaft, im Sinne von, ich sage jetzt mal, Liebe, sexuell. Es ist mehr so, wie sagt man das? Nicht intellektuell, sondern wie Inspirationsart von Denken im Moment. Das heisst, was ihre Gefühle betrifft, da hat sie sich durchs Denken auch ein bisschen abgelenkt von dem Gefühl selber, gell? Im Moment. Anita, guten Abend, wie geht's dir? Mir geht's super, und wie geht's dir? Joli, meine Tochter hat ein gesundes Mädchen bekommen. Hey, das freut mich aber, gratuliere! Da mit den verschiedenen Fähnchen kannst du mir sagen, wer meine Zwillingsseele ist oder Informationen. Also schau, da kann ich dir empfehlen, schreib mir doch aufs WhatsApp 079 511 67 12. Ich kann für dich einen Zwillingsseelen-Scan machen, ich kann für dich deine Zwillingsseele zeichnen, ich kann alle Informationen dort reinschreiben. Es ist ein über 20-seitiges Dokument. Das ist das, was am meisten hilft. Oder? Weil, wer ist Zwillingsseele? Was ist, wenn deine Zwillingsseele inkarniert ist, wie in den meisten Fall? Bringt es nichts, wenn ich da jetzt ein bisschen ausholen und erkläre und so, und das Live ist tschick, 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 tschick. Ein bisschen ein schnellerer Rhythmus. Ja? Darum mache ich das einmal so.
Jake hat gesamte Video, wie Michael gemacht hat, den Tanzstil und so. Schick mir mal den Link, das nimmt mich wunder. Soumya Shakur, Susan, ich hatte einen Traum über eine bekannte Person, die verstorben ist, ein Rapper. Wollte er mir etwas mitteilen oder war das nur so ein Traum? Ich fühle mich schon verbunden etwas mit ihm. Ich glaube, liebe Soumya, also ganz, ganz stark, oder, ist die Energie, die ich da gerade wahrnehme, dass das wie ist, weil du Erfahrung hast, weil du und deine Zwillingsseele eine gewisse Brücke sein könnt für diese Seelen und helfen, und weil so wie ähnliche, so wie zum Beispiel Elvis in unserem Fall, oder? Also, dass es wie ähnliche Situationen hatte wie deine Zwillingsseele, und darum hast du das geträumt und fühlst dich verbunden. Aber mehr musst du eigentlich nicht machen. Eigentlich geht es nur um Freundschaft und Dasein für jemanden, der Ähnliches erlebt hat. Verstehst du, wie ich meine? Ähnliches oder gleich, und gleich zieht sich an in der spirituellen Dimension. Das ist normal. Darf ich fragen, ob in 2024 was auf mich zukommt in der Liebe? Ja, sieh, Black Clover, das habe ich dir ja schon gesagt. Natürlich kommt etwas auf dich zu. Aber es ist wichtig, dass du jetzt auch bis dort her dich vorbereitet tust. Schau da, der Visionary. Vision. Vision, dritte Auge. Klar gesehen, spirituell. Klar denken, spirituell. Das ist unumgänglich, damit du das wahrnimmst, damit du parat bist, das anzunehmen, damit du das anziehst, oder? Eigentlich ist es wie so, du gibst am im Universum Signal, ich bin parat, und dann kommt's. Es wartet nur auf das. Freie Wille. Und ich habe sogar von Jackie geträumt, dass wir Eis essen waren. Ist ein komischer Traum gewesen. Ist doch schön. Sein Name ist Nipsey Hussle. Also Soumya, ich kenne den jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch sich sehr verbunden gefühlt hat mit deiner Zwillingsseele. Und daher, ja, versuch da einfach spirituell da zu sein. Lass aber auch das meiste deine Zwillingsseele machen. Ja? Anastasia, okay, danke vielmals. Ja, danke. Schönen Abend noch, Liebe. Das wünsche ich dir auch. Würde gerne deine Meinung dazu wissen und von Michael. Sieh, Black Clover, es gibt viele Träume, wo passieren, weil man sich mit dem Thema beschäftigt. Und es gibt viele Träume, wo passieren, wo einfach aufgrund von dem sind, wo man so ein bisschen sich wünscht auch. Ja? Und das ist so ein bisschen in die Richtung gegangen. Es ist ein schöner Traum, wo du geniessen kannst. Zu viel würde ich jetzt nicht reinterpretieren. Denk nicht immer so viel nach. Entspann dich. Auch wenn es das ist, was vor allem von dem Traum nimmst. Entspannen. So, mir ja, er wurde auch erschossen und so Frauengeschichten und so weiter. Stimmt 100%. Dankeschön. Siehst du? Genau das, oder? Genau das. Nee, von Musikvideo meine ich. Okay, see you, Black Clover. Ich schaue mir das an und dann werde ich dir meine ausführliche Meinung geben. Sehr gern. Also, Italy Lady 89. Was ist, wenn vom Teufel träumt? Gut, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Es heisst nicht immer etwas Schlechtes oder Böses oder so. Und wie auch im Tarot gibt es ja auch Teufelkarten. Und es ist nicht unbedingt immer böse. Einmal ist es eine Herausforderung, etwas, wo dich versucht ablenken, etwas, wo dir zeigt, hey, ich habe Angst vor gewissen Sachen, die ich überwinden sollte. Also ich sage es mal so, wenn man sich nicht davon einschüchtern lässt, kann man damit sogar schaffen, zum stärker werden spirituell. Der Teufel kann dir nämlich gar nichts, wenn du es nicht zulässt. Ja? Wegen dem freien Willen. Das ist die Wahrheit eigentlich. Man sollte also nicht so viel Schiss haben. Der Teufel ist ein Lügner. Also wirklich das beste Beispiel ist für den Lügner, der nur so tut,
als wäre er stark, oder? Und daher musst du es immer so anschauen. Und ansonsten schreib mir aufs WhatsApp, wenn ich dir genauer einen Traum interpretieren soll, das heisst analysieren, weil das ist immer individuell. Und man kann es eben nicht verallgemeinern und sagen, ja, was ist, wenn man vom Teufel träumt, was bedeutet das allgemein? Es kommt auf deine Situation im Leben an, es kommt darauf an, was in letzter Zeit so am passieren ist, es kommt auf vieles darauf an, es ist wie Fingerabdrücke, es ist wie eine Seelensprache, Träume. Und es ist einmal sehr kodiert und symbolisch. Kannst du mal was über Voodoo sagen? Voodoo ist sehr, sehr stark. Ist etwas, vor dem man Respekt haben sollte. Voodoo ist etwas, wo zu 90% und mehr für gute Sachen verwendet wird, eigentlich traditionell in Afrika. Also Heilmagie und so. Eben auch meine Tante hat früher einmal so, wirklich so Voodoo-Puppen gemacht aus Papier und ausgeschnitten, wenn es ihr zum Beispiel nicht so gut gegangen ist, erkältet, Grippe, Beinschmerzen. Und dann hat sie da dann wirklich versucht, das so behandeln, oder? Und das ist so richtig, richtig Klischee, traditionell eigentlich, wie es in Afrika eigentlich verwendet worden ist. Und klar kann man es auch für negative Sachen verwenden. Es ist wie eine Art Kopie machen von einem Mensch und dann sehr, sehr stark Energie übertragen. Es ist eine starke Form von Konzentration. Und wenn man dann natürlich noch Haare oder so Sachen hat von einer Person, dann kann man richtig krass, also richtig, es geht weiter, als man sich vorstellen kann. Da kann man so viel mit einem Menschen anrichten, es ist nicht lustig. Der 13.11. wäre ein guter Termin, da ist mein Sohn geboren. 13.11. Das ist in 2 Tagen. Ich habe mit ihm geredet und gefragt, wieso bist du immer da, wo ich bin, und er so will dich gern haben und in deiner Nähe will bleiben. Der Teufel jetzt in deinem Traum. Ja, dann bedeutet das, dass du da herausgefordert wirst, über einen Teil von dir nachzudenken, der vielleicht ein bisschen Macht haben will, keine Kontrolle über sich hat. Eine bestimmte Person, die halt so die Qualitäten wie so teuflische hat, oder? Und so wie vielleicht auch der Verführer, die Verführerin ist, oder? Da gibt es verschiedene Aspekt, ja. Aber ich glaube, es geht um andere Personen, die wie festhalten so an dir und nicht loslassen wollen. Kann man Voodoo auch für Schutz? Ja, kann man. Tschüss, mach's gut. Mach's besser, liebe Silvia. Ja, wie spüre ich, ob jemand Seelenvertrag aufgelöst hat? Seelenvertrag ist immer so eine lustige Sache. Es ist eigentlich, ein Vertrag ist immer beidseitig. Und wenn er von einer Hälfte aufgelöst wird, ist er bei der anderen Hälfte aufgelöst. Das heisst, eigentlich spürst du dann vor allem nichts. Du spürst wie, irgendwie, ich habe mal eine Verbindung gespürt zu dieser Person, aber irgendwie spüre ich die Verbindung nicht mehr. Oder? Also in die Richtung geht es, wie du es wahrnimmst dann. Dass so wie abgeschlossen ist, vorbei. Danke vielmals, immer gern. Darf ich eine Übung haben für Sakralchakra? Also, das mache ich nicht im Live. Sakralchakra ist vor allem, hat ja mit der sexuellen Energie und so zu tun. Und wir haben ja sowieso noch etwas vor, wegen Ritual und so. Und dazu kann ich dir dann eine kleine Anleitung schicken, um da noch zusätzlich selber etwas machen, gell? Unterstützend und mit dem Anhänger und alles. Aber das kommt gut. Ja, da sind wir schon auf dem Weg. Mach dir keinen Gedanken. Lukas, bin ich mit meiner Lebenspartnerin bereits in engem oder normalem Kontakt oder mal gewesen? Also, die Frage beantworte ich noch. Nachher muss ich ein bisschen ausruhen und mich um ein paar Kunden kümmern. Auch im Ausland, Princess of Shells, The Romantic. Das Ganze ist noch verborgen. Das heisst, du hast deine Lebenspartnerin, Lukas, noch nicht kennengelernt.
Ich weiß nicht, ob du jetzt da etwas Spezifisches gedacht hast, aber die Karten zeigen ganz klar, die Person kommt. Die Person wird von Anfang an sehr romantisch sein dir gegenüber und du wirst es erkennen, dass das Interesse da ist. Es wird also nicht so sein, wie du jetzt fragst im Sinne von, ja, haben wir echt schon Kontakt, aber ich habe es wie übersehen oder nicht gemerkt. Nein, nein, es wird sehr klar sein von Anfang an. Okay? Danke vielmals. Morgen muss ich schauen. Muss ich schauen. Ja, aber wenn ich jetzt immer noch am Leiden bin, wie kann das denn sein, dass der Vertrag aufgelöst worden ist? Ich habe dir gesagt, es ist aufgelöst worden. Wenn du ja noch am Leiden bist, spürst du noch etwas, oder? Und wenn du noch etwas spürst, ist es eben nicht aufgelöst. Ich habe gesagt, wenn du nichts mehr spürst, dann weißt du, dass es aufgelöst ist. Wenn wieso merkst, hey, irgendwie, wir hatten doch mal eine Verbindung gehabt und plötzlich spüre ich nichts mehr. Oder? Dann weißt du, dass es aufgelöst ist. Wenn du also am Leiden bist, ist das nicht das Zeichen. Das ist das Gegenteil. Das bedeutet, da ist etwas noch nicht abgeschlossen. Und eine andere Person kann so einen Seelenvertrag nicht einfach auflösen, wenn es bei dir noch nicht aufgelöst ist. Das funktioniert immer nur beidseitig. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke vielmals, liebe Sumia, das wünsche ich dir auch. Okay, danke schön. Und danke für alles. Immer gerne. Danke vielmals, liebe Sumia. Also, Lütlis, wie gesagt, ich bin da für euch auf dem WhatsApp. Ich werde natürlich in der nächsten Zeit auch irgendwann, wenn die Geburt passiert, werde ich ein bisschen Auszeit nehmen, aber ich bin mehr oder weniger nur ein paar Tage dann im Spital, dann bin ich wieder daheim. Also ich bin wirklich da auf dem WhatsApp. Vielleicht nehme ich es auch mit ins Spital oder dann kann ich wenigstens so sagen, hey, ich bin in 2 Tagen wieder da oder so. Aber ihr könnt euch immer an mich wenden auf dem WhatsApp-Business. 079 511 67 12. Ja, denn wenn ich an sie denke, dann erkenne ich nicht mehr wieder. Es ist, als wären die Erinnerungen aufgelöst worden, aber der Schmerz in der Seele kommt immer wieder. Elsa, wünsche dir Gottes Segen. Verstehe, was du meinst. Aber da ist kein Seelenvertrag aufgelöst worden. Sicherlich nicht, so wie es beschreibst. Da sind auch ganz krasse karmische Energien rum, offensichtlich. Und die sind stärker als ein Seelenvertrag. Karma kann nicht aufgelöst werden, wenn es bei beiden wieder Frieden gefunden worden ist, geheilt worden ist, wieder gut gemacht worden ist, ausgeglichen worden ist. Und daher, da ist irgendetwas, wo noch sehr, sehr stark im Raum steht. Also verlass dich darauf, das ist noch nicht vorbei. Bin dir sehr dankbar. Danke vielmals. Also, meine Lieben, schlaft gut und bis bald.